Süßes, sonst gibt's Saures. Und damit heiße ich euch willkommen hier bei Bioshock Infinite Burial at Sea bzw. Seebestattung mit ganz vielen Süßigkeiten. Hier hat nämlich jemand versucht, Sally aus dem Lüftungsschacht herauszulocken. Hier sehen wir es nochmal. Candy Free. Weil sie unbedingt ihr süßes Fleiß haben wollen, die Schweine. Ich hasse sie dafür. Aber wir werden ihnen Sally sicherlich nicht kampflos überlassen. Und jetzt gehen wir ein bisschen Bücher shoppen. Bücher. Während wir hier im Hintergrund immer diese Musik hier hören, was nicht zwangsweise gut ist. So, wir haben, ich glaube, da oben war einer. Sollten die erstmal ausschalten, bevor wir hier irgendwas machen. Hier gab es irgendwo einen Frachthaken scheinbar. Der wäre sonst hier. Listen, honey. You know there's rats in there. The size of ponies. Have you seen them? I bet they see you. Oh Gott. How much you weigh, sweetie? About 40 pounds? You know, they got rats in there, double that. Hey, once them rats get a taste for little girls, it don't stop. Dieses Schwein. On it. Oh Gott, halte durch, Booker, halte durch. Kochen und servieren. I'm a real quick reloader. You'll see. Leiche durchsuchen, was auch immer. Nobody will take you away from me. Auf die Fresse, auf die Fresse, das macht uns nichts aus. Aber dem Typen, der hat nichts davon und gibt auf. Haben wir schon genug Munition für die Tommy Gun? Boah, die können wir leider nicht mehr benutzen, aber die hat uns jetzt eigentlich ziemlich den Arsch gerettet. Wenn man das mal so betrachten mag. Mir die Kids. Diese Kinder. Ich weiß gar nicht, ob das viel bringt hier. Wow. Ne, da vergolde ich meine gute Munition. Ich glaube, wenn das Ding nicht in unserer Kontrolle ist, kriegt das auch weniger. Nimmt es, glaube ich, mehr Schaden. Nehmen wir die Schrotflinte. Ja, ich weiß, es lohnt sich gar nicht, die Dinger kaputt zu machen, aber hey, was soll's. So, jetzt gucken wir uns erstmal in Ruhe hier durch. Um, meine ich. Dann können wir nämlich auch in Ruhe. Ist noch ein Frachthaken? Verdammt. Naja, okay, gut. Wir sollten sowieso von unten nach oben uns hier umgucken. Von daher passt das bestimmt schon. Können wir hier nochmal in Ruhe die Leichen plündern. Und uns hier im Fiction, hey, cool. Finde ich hier coole Bücher, Science-Fiction-mäßig? Oder ist das generell Fantasy? Weiß ich nicht. So ein bisschen hier, was fällt denn unter Fiction? Neuromancer zum Beispiel von Gibson oder von Philip K. Dick. Ich glaube, sein Name, zweiter Name war Kay. Der Verfasser von Blade Runner.
beziehungsweise du Enriads dream about robotic sheep, glaube ich. Also träumen Androiden von Roboterschafen oder sowas, weiß ich nicht. Hier das weltbekannte Don't Let the Bastards See What You Sweat Buch. A Fortune Press Book. Also, ja. Lass dich nicht beim Schwitzen erwischen von diesen ganzen Bastarden. Bastarden? Was sind Bastarden? Sind das eine Art von Vögeln vielleicht? Die Bastarden statt Bustarten? Bussarde? Bastarde? Die Bastarde sind die kleinen Brüder von den Bussarden. Sagt man. Zumindest so im Volksmund. Ein bisschen. Okay, hier scheint auch nichts wirklich zu sein. Self-Optimation. Den Samurai nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. Ach, hier war der Frachthafen. Go on without me. Niemals, niemals. Ich nehme dich immer mit, meine gute Elizabeth. Ich will dich nicht noch einmal verlieren. Oder beziehungsweise noch einmal verlieren. Ich habe dich ja schon zweimal verloren oder so. Nee, hier war es das dann scheinbar tatsächlich auch. Hier gibt es nichts mehr. Tja, dann könnte das ja tatsächlich so sein, dass wir in einer Folge vielleicht sogar zwei Schächte schließen. Wow, wer hätte das gedacht? Ich nicht. So, dann schließen wir den Schluchtschacht. Schluchtlacht. Luftschacht. Zu. Nur noch einer. Hä? Sorry. Wir kriegen von den Dingern gar nicht so viel Leben. Ich dachte, wir kriegen hier richtig viel. Jetzt müssen wir kurz einen Moment warten, damit wir den Samurai wieder erwecken können. Verdammt, warum ist denn hier so ein Eis? So, Samurai, wir brauchen eine... Ich brauche eine Leibwache. Ich glaube, ich muss mich hier wirklich öfters auf meine Fähigkeit hier Dingens verlassen. Schließe den Luftschacht in der Haushaltsbereinigung. Ach, so ist das geplant gewesen, dass man hier durchgeht, um dahin zu kommen. Also, durch die Buchhandlung. Eine Waschmaschine. Krass, dass man hier sowas überhaupt braucht unter Wasser. Naja, klar, man muss auch nicht. Sally? Sally, it's me, Booker. Now, you come out now. Sally? Dear, do you hear me? It's me, Booker. Now listen, dear. You come out right now! Mr. DeWitt, she's not coming. Now let's get the rest of these vents sealed. It's the only way. Ich will aber nicht. Aber es hört sich so an, als ob da gar kein Weg dran vorbeiführt. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr Munition. Für den ganzen Spaß. Machen wir das hier mal auf, bevor wir hier irgendwas weitermachen. All done. Appliances. Ich dachte, das sind die Haushaltsgeräte hier. Sagte du doch noch ein. It's the last one. Where's the exhaust? In the toy department. Finde das zentrale Abluftrohr in der Spielwarenabteilung. Da müssen wir trotzdem so hier durch. Wir können ja hier nochmal kurz gucken, ob das wirklich so ist. Falsch rum. Ja, wir müssen zu den Spielzeugen. Dadurch müssen wir hier durch. Mal gucken, was uns hier erwartet. Karabiner. Okay, man hört da irgendwie durchs Wasser schreiten. Die sitzen da und reden. Hier ist Wasser. Wenn ich die dahin locke, dann gibt es ein schönes Blitzgewitter. This is your restaurant!
Fuck. Was? Auf wen denn bitteschön? Mann, ich weiß jetzt nicht, warum das Eve sonst wohin gegangen ist. Komm schon. Ja, ich weiß, danke. So. Kümmer dich mal bitte darum, Liebling. Eigenbeschuss. Zu lustig. Tja, da wurde gerade jemand von sich selbst getötet. Okay. Pff. Da war ein Köder. Open it. You bet. Locken wir die mal dahin. Falls da überhaupt jemand hingelockt wird. Scheinbar nicht. What? You think I wouldn't find out? In my bed? Guter Köder. Boah, Schlampe. Entschuldigung. Ich konnte mich schon wieder aufregen hier. Nein! Na, ja, egal. Haben wir doch irgendwas geraucht gerade. Now. Toll, wir sind schon wieder voll runter auf mit unserer Munition. Aber das ist ein Karabiner. Können wir zumindest ein paar Karabiner aufladen. Ein paar Waffelchen hier auch noch. Mitnehmen. Wo sind die Karabiner? Da sind die Karabiner. Sehr gut. Do it now. Do it, do it, do it now. So. Wenigstens ein bisschen Munition. Auch wenn nicht viel. So, die Tommy Gun können wir wieder wegpacken. Staubsauger. Es ist krass, dass diese Mode ein bisschen wieder in ist. Dieses Rockabilly hier zumindest in unserer Lande. In unserer Lande. Tragen dann die Leute wieder solche Hardinger. Hardinger vor allem. Die Hardinger. Könnte auch ein Wort sein. Hardinger. Okay, da könnten wir jetzt dann durch. Müssen wir wahrscheinlich auch. Oder? Müssen wir? Ja, müssen wir. Dann checken wir mal ganz schnell, ob es hier irgendwas gibt. Wir können ja jede Münze, jeden Cent können wir hier gut gebrauchen. Hier in dieser Küche zum Beispiel. Oh Mann. Ganz Kuchen gefressen. Hier tickt irgendwas, das macht mich nervös. Könnte eine Bombe sein. Das ist diese Uhr. Also wenn Elizabeth hier irgendwo rumsteht, dann könnte man sie auch mit so einer Puppe hier verwechseln. So haben damals die Leute übrigens eingekauft in solchen Läden. Da wurde alles so schön drapiert, diese ganzen Geräte in den 60ern, 50ern, 60ern. Und ja, dann konnte man hier rumlaufen und schön einkaufen und sich die Sachen so angucken, die so richtig schön präsentiert wurden. Fahren wir hier mal eine Runde. Sehen wir vielleicht, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Ich bezweifle es gerade. Und man weiß ja nie. Ja, es ist mal komisch, wenn man sich mal vorstellt, dass die Leute hier hochspringen mussten, um quasi eine Rundfahrt durch das Einkaufsdingens hier, durch diesen Laden zu machen. Bisschen seltsam wäre das schon. Stell mal euch vor, ihr geht jetzt hier, keine Ahnung, Karstadt oder Kaufhof oder einen sonstigen so einen Warenladen und dann gibt es dann die oben diese Streben und ihr springt mit euren Airhooks oder Skyhooks, Grabble, irgendwas, also euren Häkchen da hoch und erkundet so den Supermarkt. Na, jetzt habe ich Wein getrunken. Wollte ich nicht. Das wird natürlich zwar praktisch irgendwo, muss man nicht so viel laufen, hängt man halt einfach herum. Aber ganz ehrlich, das geht auch voll auf die Arme. Außerdem, wer will denn sowas machen? So,
Da. Naja, neuer Mixer brauchen wir nicht. Lassen wir das alles mal hinter uns. Mikrowelle ist voll. Dann nehmen wir doch die Waffe gleich wieder zu unseren Händen. Einmal dagegen gehauen, nochmal dagegen gehauen, nachgeladen. Zack, 300. Sehr schön. Jetzt haben wir sie nämlich voll, die Waffe. Ah, okay. Hups. 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 Da sehen wir irgendwas. Können wir da irgendwie durch? Ich glaube nicht, oder? Können wir irgendwas zur Seite rücken? Nee, ich glaube, das ist... Kommen wir wahrscheinlich anders weiter durch. Naja, beim nächsten Mal sehen wir halt, wie wir da weiterkommen. Wahrscheinlich dadurch irgendwie. Und dann werden wir mal die gute Sally hoffentlich aus den Rohren kriegen. Und hoffentlich passiert ja dabei nichts. Naja, wir werden es sehen. Bis dahin. Bye, bye.